Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen seit Ewigkeiten endlich mal wieder zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich nehme jetzt endlich mal wieder auf und ich habe keine Ahnung, wo genau wir stehen geblieben waren. Auf jeden Fall bei der Mission, bei der Bonus-Episode mit Fluffeluff, wie es aussieht. Ich würde meinen Defense-Schal gerne wieder anlegen und Armaldo kann ich ja auch mal eingeben. Was haben wir denn noch so an Items? Okay. Wir haben keinen Beleber, sagen wie es aussieht. Wir sind in der Schicksals, in den Schicksalsschluchttiefen. Okay. Ich hoffe, es funktioniert alles mit den ganzen, mit den Aufnahmen jetzt. In der Zeit, in der ich nicht aufgenommen hatte, aber keine Let's Plays gemacht hatte, hatte ich meinen Rechner ja auch nochmal zurückgesetzt. Das heißt, ich musste nochmal alles downloaden, etc. Und ich, musste dadurch auch OBS Studios nochmal neu downloaden. Und ich habe dadurch halt keine Einstellungen mehr gehabt von den vorherigen. Deswegen kann es sein, dass meine Einstellungen jetzt etwas anders sind als vorher. Und dass das jetzt ein bisschen anders wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ja, Qualität vielleicht ein bisschen anders oder so. Auf jeden Fall denke ich mal, dass der Bildschirm oder das, was ihr jetzt gerade seht, auf jeden Fall anders aussieht als in den anderen Parts. Weil ich das ja auch alles nochmal zurechtrücken musste. Nochmal alles einfügen musste, etc. Die ganzen Bildschirme hier. Die ganzen Fensteraufnahmen. Und ich hoffe aber, dass es dem vorherigen Aufnahmefenster gut ähnelt. Wäre auf jeden Fall schön. Und ja, wie gesagt, von den Einstellungen her, ich weiß nicht, ob meine Mikrofoneinstellungen genau die gleichen sind, ob meine Videoeinstellungen die gleichen sind, etc. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, es ist eine normale Qualität, so wie vorher. Ich muss nach diesem Part mal gucken, wie der Part so aussieht, wie der Part so klingt. Etc. Was ich auf jeden Fall nicht vergessen habe, ist das mit den zwei Audiospuren einzustellen. Das wäre fatal gewesen. Oh Mann! Hätte ich den ganzen Part wahrscheinlich nochmal neu aufnehmen müssen. Weil ich wahrscheinlich leiser bin als der Ingame-Sound. Obwohl, ich weiß es nicht genau. Wie habe ich die denn nochmal gesprochen? Scheiße. Ist dies... Dies ist anscheinend der tiefste Teil des Dungeons. Mach dich bereit und sei auf der Hut. Du kannst nie wissen, was dich erwartet. Oh, dort ist eine Tür. Brennende Fackeln rundherum. Meister, gibt es auch hier einen bestimmten Trick, um die Tür zu öffnen? Du hast wirklich viel dazugelernt, Junior. Ich denke schon, diese Fackeln müssen der Schlüssel zum Mechanismus sein, der die Tür öffnet. Darüber hinaus ist dies ein sehr verbreiteter Mechanismus. Was müssen wir tun? Das ist einfach. Wenn wir alle Fackeln löschen... wird sich die Tür öffnen. Sieh mal. Hier kommt Aquaknarre. Yeah. Sehr gut. Die Tür sollte sich jetzt öffnen. Oder auch nicht. Huch, Meister, die Tür öffnet sich aber nicht. Warum noch nicht? Okay. Aua, mein armer Rücken. Meister, ist alles in Ordnung? Ja. Wie geht es dir, Junior? Mir geht es gut. Oh, das ist was zum Grübeln. Anscheinend sind wir in eine Grube gefallen. Grube? Das ist es also, dieses Loch. Hey, Meister. Was ist denn? Diese Fackeln sind wohl nicht dazu da, um die Tür zu öffnen. In Wahrheit haben wir die Falltür geöffnet. Das war eine Art Falle. Falle? Aber auch, wenn es wirklich eine Falle war. Hier ist es so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Sieht fast so aus, als seien wir in einer schwierigen Situation geraten. Ich kann schon jetzt nicht mehr reden, ey. Hat sich nichts geändert, Leute. Bei Pokémon kann ich einfach nicht reden. Hey, ich höre etwas. Als ob etwas näher kommen würde. Du, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig. Ich bin unglaublich aufgeregt. Yo, das klingt böse. Alles klar.
Das ist ein Monsterraum. Da sind sie. Geben wir unser Bestes. Machen wir das nicht immer? Sei niemals unvorbereitet, wenn es brenzlig wird, Junior. Oh, kacke, Mann. Wir haben keinerlei irgendwie Belebersamen oder so ein Shit dabei. Kacke. Konnte ich nicht irgendwie... Über irgendwie... Egal. Du machst bitte... Ja, das ist alles okay. Und Imita... Wow, wir haben nur Pfund. Mhm. Dim, was haben wir denn so? Ausdauerband, wir haben ganz viele Sinelbeeren, das ist immerhin schon mal gut. Und ich würde sagen, wir werfen den Chaos, ja, verursacht Verwirrung, oder? Macht die Ebene Katze sichtbar, oder des Items, ja. Das können wir gleich nochmal einsetzen, den Dingsorb. Ja, werfen wir mal das auf Janmega. Jetzt setzen wir mal bitte einmal ein Lähm-Orb ein. Ja, achso, die haben gar nicht so viel Leben, wie es aussieht. Wow, die sind ja gar nicht mal so stark. Okay. Was? Okay, so viel zum Thema, die sind ja gar nicht mal so stark. Ganz hier befürchtet, ja, schwieriger als erwartet, ja. Versuchen wir es nochmal. Oh ja. What the fuck? Jetzt sind wir wieder hier? Och, komm schon. Ich guck mal kurz, was für Items wir haben. Okay. Sind ja am gleichen Ort, ne? Haben wir kein Level-Up oder so erfahren, keine wichtigen Items gefunden. Okay. Das heißt, den Lehm-Orb können wir schon mal nicht einsetzen. Das verhindert eine mysteriöse Macht. Also lassen wir das. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, einfach nur anzugreifen. Und darauf hoffen, dass wir kein Damage kriegen. Also dass Fluffelhof nicht angegriffen wird, sondern hier. Ne? Aramaldo. Aber gut. Gucken wir mal. Ich werde auch gleich ein Safe State setzen, wenn wir wieder da sind. Damit wir nicht den ganzen Weg immer wieder laufen müssen. Ja, es hat sich da nichts geändert. Ich bin faul. Das ist schlimm. Aber ja. Genau, was ich noch ansprechen kann. Ich habe mir ein paar neue Spielchen geholt und ich habe so viele neue Let's Plays jetzt. Also Spiele, die ich Let's Playen werden kann, Let's Playen könnte, Let's Playen werde. Das heißt, vielleicht, aber auch nur vielleicht, wenn ich mich nicht dadurch wieder übernehme, werde ich dann drei Projekte an einem Tag hochladen. Das heißt, drei Videos am Tag. Jetzt, wo ich halt, ja, ich hatte die Pause und hoffe, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr, jetzt werde ich wieder ein bisschen, okay, jetzt werde ich wieder ein bisschen aktiver aufnehmen, etc. Deswegen hoffe ich, dass ich das machen kann mit den drei Videos am Tag. So habt ihr ein bisschen mehr nachzuholen oder könnt ihr ein bisschen mehr gucken. Und das macht er dann auch wieder die ganze Zeit wett, in der wir nichts gemacht haben, in der ich nichts gemacht habe. In der wir nichts hatten. Ich hatte nicht aufgenommen und ihr hattet keine Videos. So, das war's. So wollte ich das sagen. Meine Güte. Ja. Mal gucken. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt ganz viele Projekte, die ich gerne machen würde. Aber halt, ja. Irgendwie würde das dann zu viel an Videos werden. Ich meine, ich bin ja mit zwei manchmal schon überfordert. Aber ich weiß nicht. Irgendwie hättet ihr es verdient, drei Videos am Tag zu kriegen. Aber dann fällt noch öfter ein Video aus oder so. Ich habe die Angst halt, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich das haben will. Und ja. Naja, gucken wir mal. Werdet ihr ja dann sehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier weitermachen. Und hoffentlich diesmal diese Gegner besiegen. Was auch immer. Irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Okay, egal. Sehr gut, die Tür sollte sich öffnen. Yeah. Oder auch nicht.
Oh mein Gott! So, gleich schnell ein Safe State setzen. Ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Ja, ist. Och, Mensch, diese ganzen Dialoge sind immer so nervig. Nervig. Monsterraum, yeah, das sind sie, geben wir unser Bestes. So, ich hoffe, ich drücke die richtige Taste. Ja, es war die richtige Taste. Okay, wie machen wir das? Wir werfen trotzdem weiter auf Yamega diesen Chaos-Samen. Werfen. Genau. Erdanziehung. Okay. Ich greife mal hier an. Der ist besiegt, richtig. Blockbefehl, alles klar. Okay. Alter. Danke, er ist auch besiegt. Schöne Sache. Nein. Noch nicht deine Ernte. Wen greife ich an? Hier, Lepumentas. Verfolgung. Oh, Verfolgung. Nein, ich werde jetzt nicht Dings angreifen. Nochmal Doppelteam von Yanmega, alles klar. Scheiße, wir machen keinen Schaden an Voluminas. Ich setze mal eine Sinelbeere ein. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, was jetzt gleich passiert. Eisenabwehr, toll. Komm schon. Ich muss weg hier. Sinelbeere. Fuck, Alter. Wie lange sind wir denn verwirrt? Das kann ja nicht wahr sein. Eieieiei. Okay, Lockduft. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen davon. Danke. Dings ist wieder dabei. Ich brauche unbedingt noch eine Sinelbeere. Eieieiei. Aquaknarre auf Yanmega. Okay, alles klar. Voluminas ist, hat sich nicht bewegt, oder wie? Was? Komm schon. Ist irgendwie... Was ist denn passiert? Ist unsere Genauigkeit gesenkt worden oder so? Ich setz mal vorsichtshalber... Ich hab nur noch eine Sinelbeere. Hatten wir nicht... Wie viele... Hä? Hatten wir nicht fast einen ganzen Beutel voller mit Sinelbeeren? Alter, ist unsere Genauigkeit echt gesenkt worden? Kommt mir irgendwie so vor. Ich will mal nach hier oben gehen. So, und weiter auf Hohnweisel, keine Ahnung. Dann setzt doch eine Aquaknarre ein. Ist doch Stein, glaube ich. Ja, super. Okay, wir haben es geschafft. Eieieiei. Das war ein Kampf, ey. Die haben wir gerade so abgewehrt. Sieh mal, da drüben kann ich ein Licht erkennen. Oh, lol. Na, sehen wir uns das mal an. Jo, machen wir. Auf jeden Fall. Das sieht ja cool aus. Hey, Meister, wir sind draußen. Ja, anscheinend gelangt man an diesen Ort, wenn man die Schlucht verlässt. Bei den Felsen und Steinen. Ich erkenne da verwitterte Säulen und etwas, das wie eine steinerne Mauer aussieht. Sag bloß, kann das sein? Oh, Meister! Schau, da drüben! Eieieiei! Das sieht so cool aus! Ich kann dort in der Ferne schemenhafte Ruinen erkennen. Ich wusste es. Das hier ist die uralte Stadt, die von der Zeit begraben wurde oder so ähnlich. Ja, oh, die Stimme, ey. Geht voll auf den Hals. Hey, Meister. Ich wette, dort drüben gibt es eine Menge Schätze. Schnell, wir müssen dorthin. Ich bin so aufgeregt. Oh. Wartet. Ich habe dich gefunden. Endlich. Amaldo. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder.
Was? Was hast du gerade gesagt? Oh, Papa, Mama und alle anderen. Geht es dir gut, Fluff, Fluff? Oh, bist du verletzt? Mir geht es gut, Mama. Wieso fragst du? Freunde, Freunde, was habt ihr denn alle? Oh, Fluffeluff, hör gut zu. Das Pokémon neben dir, Fluffeluff, ist... Das ist ein Ganove. Was? Ein Ganove? Ein Bösewicht, das ist es, was dieses Pokémon ist. Meister, soll ein Bösewicht sein? Genau. Dieser Amaldo ist der Pokémon, dem wir schon eine ganze Weile auf den Fersen sind. Um diesen Amaldo endlich zu stellen, bin ich hierher gekommen. Nidoking sagt die Wahrheit. Amaldo ist ein Ganove der Kategorie B. Wir haben bereits die ganze Region nach ihm abgesucht. Nachdem wir von Nidoking einen Aufenthaltsort erfahren haben, sind wir hier geeilt. Das ist... Also gut, lass den Kleinen laufen, Amaldo. Das ist eine Lüge. Es kann nicht wahr sein. Keine Angst, Kleiner. Alles wird gut. Ein Kind hier mit hineinzuziehen. Du bist wirklich abscheulich. Nein! Ich habe ihn darum gebeten. Und Meister ist kein böses Pokémon. Gut, bringen wir es zu Ende. Stopp! Bitte, hört mich an. Mach schon, beweg dich. Boah, was ist das? Lu. Der Erdboden, er wackelt. Alter. Lu. Halt, aufhören, Junior. Halt, aufhören, Junior. Was? Ich bitte dich, hör bitte auf. Meister. Wenn du Nidoking und Magneson Schaden zufügst, dann wirst du auch zu einem Ganoven. Und was wirst du dann machen? Also hör bitte auf damit. Aber Meister ist kein böses Pokémon. Ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich das weiß. Oberwachtmeister Magneson. Auf ein Wort. Ich werde nicht versuchen zu fliehen. Das verspreche ich. Verstanden. Es tut mir leid, Junior. Es ist genau wie Nidoking gesagt hat. Ich bin ein Ganove. Ich bin ein Bösewicht. Das ist nicht wahr. Hör mir zu, Junior. Ich bin ein Ganove. Deswegen haben sie die ganze Region nach mir abgesucht. Und meiner Festnahme zu entgehen, bin ich weggelaufen. Gelaufen. Und dann habe ich mich im Trübwald ausgeruht. Ich habe mir das Gerücht über den Trübwald ausgedacht. Das Gerücht, demzufolge tief im Dunkeln ein fürchterliches Monster hausen soll. So hatte ich im Wald meine Ruhe und hoffte, nie erwischt zu werden. Und mit der Zeit habe ich mich im Trübwald eingerichtet. Ich wollte dir eigentlich bereits früher die Wahrheit sagen. Nur habe ich es nicht fertiggebracht. Das tut mir leid. Meister. Wie dem auch sei, ich bin ein Bösewicht. Aber du bist anders. Deswegen kannst du nicht bei mir bleiben. Aber hatten wir nicht jede Menge Spaß miteinander? Ich wollte noch so viel mehr von dir über das Erkunden lernen. Wenn der Meister nun verschwindet, was soll ich da machen? Junior, hat dir das Erkunden Spaß gemacht? Ja, sehr. Dann werde mir zu Ehren ein großer Erkunder. Sei nicht so dumm wie ich. Du besitzt ein Naturtalent für Erkundungen. Daher solltest du dein Bestes geben, um ein unglaublicher Erkunder zu werden. Tu es für mich. Meister. Es ist an der Zeit. Geh nicht. Junior, ich habe es wirklich genossen, mit dir während der ganzen Zeit auf Erkundungen zu gehen. Es war mir klar, dass die Gefahr besteht, auf diese Art gefasst zu werden. Aber trotz des Risikos bin ich mit dir auf Erkundungen gegangen. Und solange du bei mir warst, hatte ich eine Menge Spaß. Dies war das erste Mal, dass ich es wirklich genossen habe, zu erkunden. Und du hast mir gezeigt, wie viel Spaß man dabei haben kann.
Dafür möchte ich dir danken. Alter. Oh, Meister, aber ich möchte nicht, dass du gehst. Junior, versuche zu verstehen. Ich muss für die Dinge gerade stehen, die ich getan habe. Aber wenn ich meine Strafe verbüßt habe und ich immer noch so fühle, dann werde ich erneut erkunden. Ich weiß nicht wann, aber wenn dieser Tag kommt, würde ich liebend gerne wieder mit dir auf Erkundungen gehen. Abgemacht. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Oh. Meister! Nimm das hier. Wir sehen uns. Meister! Ja. Na, wie süß das ist. Das Letzte, was mir mein Meister gab. Wie habe ich den nochmal gesprochen? Keine Ahnung. Es war das Ding, das wir auf unserer ersten gemeinsamen Erkundung gefunden hatten. Jener Abwehrglobus. Hatte ich ihn so singend ge... Ich glaube, ich hatte Knuddelhof singend gesprochen. Verstehe. Ja, du hast also schon als Kind mit dem Erkunden angefangen. Ja. Deswegen ist dieser Abwehrglobus mein Grundstein. Ah, und was passiert da mit deinem Meister, Geldmeister? Seid ihr danach wieder zusammen auf Erkundungen gegangen? Oh, er hat noch eine Menge erlebt. Er hat schon seinen Grund, dass er mein einziger Meister ist. Aber heben wir uns diese Geschichte lieber für ein anderes Mal auf. Heute bin ich dafür zu erschöpft. Weißt du, immer wenn ich diesen Abwehrglobus betrachte, denke ich an ihn. Das ist der Grundstein meiner Karriere als Erkunder. Und sicherlich gibt es eine Menge Ganoven in dieser Welt. Sie werden gefangen und bestraft, aber wirklich böse Pokémon. Die existieren gar nicht. Eieiei. Hat er schon recht. Jo. Das war's mit dieser Bonus-Episode, Leute. Eieiei. Ist schon geil, ne? Ist schon cool. War eine coole Bonus-Episode. Vor allem das Ende hat mir gerade mega gefallen, ey. Richtig. Sweet. Richtig, richtig süß. Fand ich. Naja, gut. Dann müssen wir jetzt die Credits durchlaufen lassen, oder? Och Mann, ich hasse es, Credits. Ich hasse Credits. Ah, ich hasse Credits. Aber erstmal kann ich was trinken. Mein Hals stirbt bei dieser Stimme von Amaldo, ey. Vor allem, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Und ah, oh, nee, dann geht das noch mehr auf den Hals. Ist schon nicht schön. Aber naja, was soll ich sagen? War eine coole Bonus-Episode. Wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen. 23 Minuten anstatt 20. Geht ja noch weiter. Uiuiui. Aber im nächsten Part geht's dann weiter mit den normalen... Mit der normalen Story, mit einem normalen Abschnitt der Story. Ich weiß gar nicht welchem. Ich muss nochmal nachgucken, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Dann fehlt uns noch Platz für Team Charme oder so heißt die, glaube ich. Und die Zukunfts-Bonus-Episode, die auch nochmal so viele fucking Parts in Anspruch nehmen wird. Also ich glaube, wir kommen schon auf unsere 70, 80 Parts? Ja doch, ich denke doch locker. Locker kommen wir auf diese Banzai Parts. Oh, ich dachte gerade, das war's mit den Credits, aber nein, dann kommt auf einmal noch mehr. Eieiei. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Ach ja. Jetzt war es aber mit den Credits. Ja, nein! Oh! Ganz am Ende müssen die nochmal einen draufsetzen. Eieiei. Ach genau, was ich noch erzählen wollte. Jetzt ist mir eingefallen. Wow. Ich habe mir ein 3DS geholt. Und bin gerade schon fleißig am Zelda Majora's Mask gesuchten. Es macht so Spaß. Ich liebe dieses Spiel gerade. Es ist so cool. Und mal gucken, ob ich dann später auch mal den DS halt umbauen werde, damit ich ihn am PC anschließen kann.
Und dann kann ich so ein paar Projekte aufnehmen. Deswegen, ja, ich habe ganz viele Spiele eigentlich, die ich Let's Playen kann. Bonus-Episoden, fliegen, ja, okay, 3000, Lager ist voll, was? Wähle aus, welche Items im Lager platzieren werden sollen. Mein Lager ist voll, ich muss, okay, Leute, wir müssen im nächsten Part den Lager ausmisten. Heilige Kacke. Die ganzen Top-Elixiere würde ich auf jeden Fall lagern. Die sind schon wichtig. Fliehop nehme ich auch mal gerne, Pösefbeeren und Apfel. Noch ein Apfel, das will ich gerne und die ganzen Bänder. So, wie viel kann ich jetzt noch lagern? Da würde ich nämlich noch die ganzen Beeren hier mitnehmen. Echt jetzt, wir haben nur ein Item nicht. Wir können, ach komm. Ja, werden gelagert. Schatzbeute zerstören, ja. Wir haben dann noch ein Item drin. Wow. Ja. Ich habe noch ein paar Spiele für den DS auch halt, die ich Let's Playen könnte. Und gucken wir mal jedenfalls, gucken wir mal. Wird schon irgendwie, ja. Ich habe auf jeden Fall einige Projekte geplant. Gut, Leute, das war's. Nein, wir haben jetzt noch... Oh, lol, wir haben noch 3 Bonus-Episoden. Das Auweia des Tages, das ist Sonflora, stimmt. Oi. Gut, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder, Leute. Haut da rein.